Vanessa, erzähl uns doch mal, was machen deine Geschwister beruflich? Schwester 1? Ja. Yeah. Die Melissa? Melissa. Ist das hier? No. Ah. Ist Friseurmeisterin und sie ist Physiotherapeutin oder sowas ähnliches. Stark. Oh, wie viel Interesse du hast für deine Geschichte, finde ich geil. Oder sowas ähnliches. Und hier mein Problem heute ist so ein bisschen die letzten Nachtschichten gerade. Also falls sich jemand wundert, wer da im Hintergrund spricht, ich schlage vor, den stelle ich beim nächsten Mal vor. Oh ja. Ich mache schon mal eine kleine Ankündigung, das ist nämlich der Pablo. Pablo Feich. Wir haben uns kennengelernt vor einigen Jahren, als ich hier eine Veranstaltung hatte. Und wie es das Schicksal der Zufall will, das Schicksal will, kam der Pablo neulich auf mich zu. Und es war einfach, was soll ich sagen, es war sofort klar, wir geben Gas zusammen, wir bauen zusammen was auf, was seinesgleichen sucht in der Immobilienmaklerbranche. Und was soll ich sagen, wir haben direkt durchgestartet mit dem ersten Objekt in Baden-Baden. Jetzt sagt ihr Baden-Baden, boah, geile Location, geile City, ist auch so. Und ja, wir haben eine richtig coole Immobilie aufgenommen, die jetzt auch saniert wurde, gestaged wurde. Das heißt, man kann sich auch als potenzieller Interessent was drunter vorstellen, wie das Ganze aussieht, wenn es mal möbliert ist, eingerichtet ist. Und ja, hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wir haben zusammen, also auch für mich, eine Premiere, ein Besichtigungsvideo zu zweit gedreht, beziehungsweise Leo war auch mit am Start. Das heißt, es war schon sehr, sehr unterhaltsam. Total. Heute haben wir dann nochmal einen Dreh gehabt mit der lieben Jana, wo wir auch gemeinsam eigentlich so geile Sachen gemacht haben, wirklich. Also wir werden euch das auf Instagram zeigen. An der Stelle geht schon mal zu Insta rüber. Guckt mal unter, wie heißt es bei dir, Insta? Pablo-Falch. Pablo-Falch und bei mir Vanessa Wenk. Da kommen jetzt demnächst kleine Videos und Reels. Und ja, wir haben zum Beispiel heute eine gemeinsame Besichtigung gehabt, war auch wirklich sehr lustig. Wahrscheinlich habt ihr mich noch nie so im Internet lachen sehen wie zu diesem Besichtigungstermin. Also macht definitiv Sinn, uns da einmal zu folgen. Ihr könnt unseren Weg begleiten. Genau, ansonsten ja, sind wir heute wirklich mittlerweile einfach müde. Also bei mir schlagen jetzt so die Nachtschichten rein. Bei Pablo, bei dir auch, ne? Du machst auch momentan abends viel. Ja, und zwei Kinder. Deswegen. Und zwei Kinder, also drei. Ich habe auch noch eins. Und dann ist da natürlich schon immer ein bisschen viel Party. Und ja, also es macht alles Spaß, aber klar, irgendwann zehrt es auch mal an der Energie. Und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt einfach mal hier auf Play gedrückt habe. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich euch eigentlich heute sagen wollte. Aber ich rede einfach mal frei raus und ja, ihr habt dann wie gewohnt heute eure kleinen 10 Minuten mit mir hier auf YouTube. Genau. Also tolle Unterhaltung mit euch. Ihr sagt nichts wie immer. ich erkläre euch ein bisschen mein Leben. Ja, ansonsten ist wirklich sehr viel los. Aktuell auch in dem Thema Modulhäuser, Tinyhäuser, Tinyhäuser an Seen. Ich bin aktuell an einer kleinen Musterhaussiedlung dran. Die erste für Tinyhäuser hier auch im süddeutschen Raum. Und damit geht natürlich schon ein Traum von mir in Erfüllung. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mit allen Kräften, die ich habe und Menschen, die ich in meinem Umfeld habe, die sich damit auskennen, bin ich dran und schaue, dass das Ganze vorangeht. Ja, genau. Was gibt's sonst noch? Wie findest du die aktuelle Marktsituation? Die aktuelle Marktsituation ist geil. Weil es jetzt endlich mal wieder so ist, dass Immobilienmakler verkaufen dürfen. Die Jahre, ich sag mal vor 21, waren ja eher so, dass die Immobilienmakler nur verteilen mussten. Wenn sie Akquise beherrscht haben, dann ging es ihnen gut. Wenn sie Verkauf beherrscht haben, das war eigentlich überflüssig. Und von daher war es ja eher so eine Art von Verteilung, je nachdem, wie dann auch die Preisvorstellungen des Verkäufers waren. Aber grundsätzlich mag ich ja Herausforderungen, grundsätzlich mag ich Krisenzeiten. Und auch ich
habe gemerkt, zum Beispiel in Corona ging es bei mir ultra bergauf. Ne? Also ich habe auch viel natürlich hier auf Social Media gemacht mit euch, habe euch überall mit reingenommen, wie ich weiterhin Besichtigungstermine gemacht habe in erschwerten Zeiten oder dass ich neue Mitarbeiter eingestellt habe während Corona, wie die Coachings abgelaufen sind, dass auch meine Makler, die mich als Mentorin gebucht haben, da auch weiterhin profitieren. Also das war schon auch eine harte Zeit, aber also ja, es war auch geil. Also da ist auch wirklich Wachstum entstanden, auch bei mir persönlich. Und genauso ist es auch seit 2021 wieder, wo dann die Zinsen nach oben gegangen sind, Lösungen zu entwickeln. Daraus ist ja überhaupt erst das Thema Modul- und Tiny-Häuser für mich entstanden. Was ja bis dato komischerweise, obwohl das so günstige Einkaufspreise sein können, niemand auf dem Schirm hat. Und obwohl wir eigentlich Immobilien brauchen, Wohnraum brauchen, bezahlbaren Wohnraum brauchen, checkt es einfach keiner, dass es keinen Neubau mehr gibt. Es wird nichts Neues mehr erschaffen. Weder die Bundesregierung setzt sich ein für neuen Wohnraum, ja noch die kleinen und mittelständischen Bauträger können bauen aktuell. Die, die aktuell bauen, die rufen völlig geisteskranke Preise auf. Ich meine, wir hatten heute erst wieder einen Call, keine Ahnung, die wollen so viel für einen Quadratmeter wie 4 Louis-Taschen. So. Ja. Da ist noch ein bisschen Boden, so ungefähr. Also das ist schon wirklich verrückt. Und nichtsdestotrotz gibt es einfach, wenn man gut akquirieren kann, günstig einkaufen kann und einen geilen Sales-Prozess hat, also nach hinten raus richtig gut abschließen kann. Und da ist wirklich Pablo... Also ihr werdet wirklich begeistert sein. Es ist so cool. Es ist so schön. Ich liebe das, Menschen bei ihrem Handwerk zuzugucken, die einfach da richtig aufgehen, die da eine Leidenschaft haben, die da ja einfach Dinge tun, wo du denkst, boah, doch nicht von dieser Welt. Das ist ein Geschenk Gottes. Nee, ich mag das total zuzuhören bei dir und ja, bin auch gespannt, was hier die Zuschauer so sagen werden über deine Künste. Schreibt's in die Kommis. Schreibt's in die Kommis. Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt eine allererste Immobilie kauft? Allererste Immobilie kaufen. Also ich rufe dich an, sag, ey, ich habe dich gesehen auf Insta oder auf YouTube. So verkaufst du auch an Leute, die quasi ihre allererste Immobilie als Kapitalanlage kaufen möchten, zum jetzigen Markt. Also ich merke das immer bei mir. Bei mir kommen immer die Leute zu mir, auch funktionieren Immobilien noch. So, das ist der Classic. Wir machen das mal so. Ihr seht jetzt mal den Pablo. So. Mit Klamotten. Das ist hier alles real. Meine Jeans. Fürs Fotoshooting. Fürs und Fotoshooting. Du hast vor allen Dingen einfach eine Ringleuchte über dem Kopf. Also wie ein Engel. Also jetzt haben die Zuschauer dich auf jeden Fall schon mal gesehen. Das Vorstellungsvideo kommt noch. Aber erzähl, was rätst du denn deinen Leuten, die das allererste Mal eine Immobilie kaufen wollen als Kapitalanlage? Ja, also ich kann euch sagen, was mir immer geholfen hat oder was mir immer noch hilft, ist auf jeden Fall Coaching. Bildet euch weiter. Ich finde es schon fast fahrlässig, wenn man sich im Thema Immobilien nicht einen Experten dazu holt. Ja, also wenn du überlegst, in der Schule haben wir einen Lehrer. Wenn du Autofahren lernen willst, holst dir einen Fahrlehrer. Willst du irgendwas anderes machen? Aber bei einem Investment, wo es weit über 100.000 Euro geht, ganz oft, krass, ne? Da sagt man dann, nee, da brauche ich keine Hilfe. Und das finde ich wirklich fahrlässig. Und deswegen kann ich als allererstes sagen, auf jeden Fall, ob du Makler bist oder Kapitalanlagen machen willst. Klar, wenn du dir jetzt nur eine Kapitalanlage kaufen willst, weil du irgendwie zu viel Geld übrig hast, so, ne, als Anlage, weil du sagst, da ist besser aufgehoben wie auf der Bank, das alle Male. Aber was ich immer rate, ist auf jeden Fall, was will ich mit dieser Immobilie erreichen? Ja, weil ganz viele wollen eine Immobilie, damit sie eine Immobilie haben, aber die setzen sich gar nicht damit auseinander. Ja. Ne? Also, ich will eine Immobilie haben, vielleicht, weil ich es vermiete. Will ich eine Sondervermietung machen oder will ich normal vermieten? Gut, viele hören sowas wie, ich will Immos, ich will doch so. Und ja, jeder denkt so einfach so, okay, die Rapper kaufen sich Immos, ich brauche auch Immos. Und also ich meine, das ist ja wirklich ja, so, voll. Ne? Und plötzlich ist es einfach genau so ein Statussymbol, Immobilien zu besitzen. Ja. Wo wir einfach denken, hä? Das ist einfach
unsere Passion, unsere Arbeit, das ist unser Job, aber für die ist das gefühlt einfach irgendwie wie eine Handtasche. Ja, komplett. Und dann machen die halt irgendwelche komischen Entscheidungen und dann stehen sie da, ne? Ja, und es macht ja auch keinen Sinn. Ja. Also, wenn du dir eine Immobilie, und das sind dann auch die Leute, die zu dir kommen und sagen, ich habe eine Immobilie gekauft, aber es ging schief. Ja, oder was wir auch eben erst im Call hatten, dass man jeden Monat Geld mitbringen muss zu der Kapitalanlage. Richtig. Damit irgendwie, ja, also das ist schwierig. Damit es sich lohnt. Also ich kann dir sagen, und du kennst ja unsere Immobilien auch, wir haben keine Immobilie, wo wir Geld verlieren, sondern immer Geld gewinnen. Und da sollte ich mir einfach im Klaren sein. Deswegen sage ich auch, die meisten Leute, und es ist immer noch so heutzutage, auch bei den jungen Menschen, die wollen Eigenheim. Eigenheim ist der letzte Luxus, den ich mir leisten würde. Hm. Auch ich, also wenn du überlegst, wir haben insgesamt auf jeden Fall jetzt mal über 500.000 Euro Gewinn gemacht. Hm. Ich habe ein Eigenheim wegen meiner Frau, weil die sich eins gekauft hat, sonst hätte ich kein Eigenheim. Hm. Ich sage auch zu meiner Frau die ganze Zeit, lass uns wieder in Miete leben und diese Wohnung vermieten. Jeder meiner Investoren, die ich kenne, in meinem Freundeskreis, die wohnen zu 90% zur Miete. So, weil es einfach Sinn macht. Ne? Ja. Du ja auch. Du könntest dir eine Villa leisten, machst aber nicht. Ja. So, deswegen mietest du dir halt einen großen Komplex an, weil Miete einfach viel sinniger ist. Mhm. In meinen Augen. Das darf natürlich jeder für sich entscheiden. So, aber auch wenn, ich habe einen Freund zum Beispiel, der hat in der Türkei, hat er in so einem Hochhauskomplex, hat er sich eine Wohnung gekauft, die er aber unterm Jahr vermieten lässt. Mhm. Als Ferienwohnung. Ja. Ne? Und das ist dann der Unterschied, ob du Investorenherz hast oder ich finde auch das Wort Immobilieninvestor eigentlich ganz schlimm. Mhm. Weil 99% da draußen sind keine Investoren. Wir auch nicht. Investor ja. bist du, wenn ja. du mal 20 Millionen auf dem Konto hast. Ja. Und sagst, jetzt lass ich mir damit zu tun. Richtig. Und hast deine Leute. Genau. Die meisten sind ja noch nicht mal selbstständig. Verstehst du, was ich meine? Also, ich finde das sowieso lächerlich, tatsächlich so. Komplett. Also man kann wirklich sagen, man legt Kapital an, wenn man einfach 100 auf dem Konto hat und investiert halt. Ne? Richtig. Dann hat man Kapital angelegt, aber mehr ist es halt eigentlich auch nicht. Ist auch nicht, ne. Und wir sind auch keine Investoren. Ja. Sondern ja. wir sind, teilweise werden wir gerade zum Unternehmer. Du bist schon Unternehmerin, weil, ja, also du arbeitest ja viel an deinem Unternehmen und wenig im Operativen. Ne? Man sieht dich natürlich als Gesicht, Vanessa Wenk, so wie man dich auch kennt, dezent. Ja, nicht extravagant, kein yes, Luxus. Ja. Nein, seid ihr auch gegönnt, aber vom Ding her ist ja das, was im Background auch abgeht, auch heute, was ich gesehen habe, hinter der Kamera, ne, wie viel Aufwand das ist, auch deine Assistentin, die Flavia, hier auch mal an der Stelle Props an Flavia, was sie alles macht, ja, das ist ja gigantisch. Das könntest du allein auch gar nicht. Ja. Und das ist das nächste Thema, was viele nicht verstehen, wie kostbar Zeit ist. Ja. Du kannst dir nicht leisten, einfach jetzt das Licht aufzustellen, weil dein Stundenlohn viel zu hoch dafür ist. Und das ist einfach der Unterschied.